Meine Schwester trägt auf dem Bild ein Seidenkleid, das ihr schwer von den Hüften herabfällt. Es glänzt wie Atlasseide im Sonnenlicht und sie steht in einem dunklen Raum. Was wird auf diesem Bild glänzen? Dein Gesicht im Spiegel. Und ihr Gesicht? Ihre Eltern saßen auf dem Bild vor ihr. Mein Vater hat sich damals selbst gemalt, mit erhobener Hand. Die väterliche Ermahnung. Ich kenne das Bild. Das ist unmöglich. Doch, meine Mutter hat es mir oft beschrieben. Er begutachtet sie mit erhobener Hand, während eine ältere Frau neben ihm Wein trinkt. Sie mochte es nicht und sie nannte es immer mein Trugbild. Die Frau auf dem Bild, schaut die zu einem Bett, das rot ist? Ja. Mein Vater hat es meiner Mutter geschenkt, als ich ein Kind war. Mein Gott. Was? Die väterliche Ermahnung. Ich ahnte es vom ersten Tag an, als du zu mir kamst. Die Art deiner Bewegungen, so wie du den Kopf hältst. Aber du hast mich doch zu dir geholt. So wie du von dem Bild sprichst, haben wir den gleichen Vater. Was? Ich verstehe nicht. Wir sind Geschwister. Dr. Katharina Schumann und ihr Forschungsteam entdeckten hierbei die bewusstseinsverändernde Substanz Zeta Inhibitory Peptide, die eine künstliche, kontrollierte Demenz bei Menschen bewirken kann. Die Forscher sprechen allerdings von intensiven Wahnvorstellungen kurz nach der Einnahme. Ich werde dieses Experiment veröffentlichen. Nicht unter meinem Namen. Ich habe deine Sorge verstanden. Wobei, das ist jetzt eigentlich auch egal. Es hatte einen Sprung. Deine Lippen. Katharina, das ist gefährlich. Als ob meine Forschung an Zeta-IP für diese Epidemie verantwortlich wäre. Hendrik, warum glaubst du, dass ein Mensch mit künstlich manipulierter Erinnerung kein echtes Leben mehr führen kann? Ich glaube, dass eine ordentliche Therapiearbeit die sicherere Methode ist, sein echtes Leben zu behalten. Aber du kennst die Takotsubo-Ergebnisse der PET? Natürlich. Schwindelig. Was? Ob dir schwindelig ist? Nein. Ich finde nur, dass Zeta-IP für einige Menschen eine Erlösung wäre. Kriegstrauma, Fritzel. Hendrik, geht's dir gut? Bestimmt. Erlösung haben wir doch alle verdient. Wahrscheinlich wäre die ganze Menschheit besser dran, ständig zu vergessen. Keine Reue, die reine Hingabe. Ich möchte Menschen helfen. Wenn ich so werden würde wie die Demenzkranken da draußen, dann würde ich mich erschießen. Es wirkt bereits. Was? Kostenlose Sitzung hier, du lässt deinen Frust raus, gut? Wenn ich so werden würde wie die Demenzkranken da draußen, dann würde ich mich erschießen. Katharina, du darfst das nicht veröffentlichen. Vergessen?